So, moin, Damien wieder hier, auf mal wieder einen Donnerstag. Ich bin ein bisschen spät dran, das gestehe ich. Ich habe auch keine Entschuldigung dafür, ich habe es einfach ein bisschen vergessen. Ja, also wir haben das Thema Fitness. Ich schiebe nur rum, einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Ja, Luca konnte halt nicht so viel dazu sagen, deswegen haben wir jetzt so abgemacht, dass er über das redet, was er gerne möchte und ich über das Thema. Allerdings muss ich sagen, ich kann auch nicht so viel dazu sagen, weil, wie ihr gerade seht, ich bin ein Lauch. Und ja, also ich habe früher, das klingt, als wäre ich steinalt, aber so alt bin ich eigentlich nicht. Da war ich tatsächlich jeden Morgen joggen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Jeden Piep Morgen war ich irgendwann um 6:30 oder so joggen. Ja, und ich glaube, da war ich auch in einem Fitnessstudio angemeldet. Da war ich auch regelmäßig tatsächlich. Das ist aber schon 2 oder 3 Jahre her. Danach habe ich halt noch mal so, ne, nebenbei so Sport gemacht, halt, um nicht zu verfetten. Und irgendwann habe ich halt einfach damit aufgehört, weil ich halt krank geworden bin. Dann konnte ich halt 4 Wochen gar nichts mehr machen. Und irgendwie, ja, führte ich das dann einfach fort. Und habe einfach aufgehört. Weil ich eine faule Sau geworden bin. Und jetzt mache ich seit, ja, etwas Dezember, Mitte Dezember halt wieder regelmäßig Sport. Also nicht täglich, weil das wäre irgendwie Bullshit. Deine Muskeln müssen sich auch regenerieren. So alle 2 Tage im Normalfall. Außer halt Freitag, Samstag. An den beiden Tagen mache ich es nicht wegen der Arbeit. Weil ich da einfach zu lange arbeite und danach. Das schaffe ich nicht. Bin ich mehr tot. Ja, deswegen mache ich dann meistens sonntags. Und dann je nachdem, dienstags habe ich zwar auch Arbeit, aber manchmal mache ich es trotzdem auch dann nach der Arbeit noch, weil ich halt weiß, dass ich am nächsten Morgen ja sowieso ausschlafen kann. Da ist das dann nicht so das Problem. Ja, was mache ich am Sport? Das ist, also joggen tue ich nicht mehr, weil ich einfach morgens keinen Elan dazu habe. Wenn es wärmer ist, bestimmt wieder, aber wenn es so kalt ist, habe ich immer das Gefühl, unterwegs erfriere ich. Und da habe ich halt keinen Bock drauf, ich will nicht sterben. Ich mache halt Eigenkörpergewichtstraining, habe auch verschiedene Pläne dafür. Ansonsten halt mit meinen Hanteln, so gut es geht. Wie gesagt, nach der Arbeit ist dein Arm ja eher ein Gummiball und da beim Ball. So fett bin ich jetzt auch nicht. Naja. Da schaffst du das eigentlich nicht mehr so gut, Hanteln zu heben, ohne dass du nachher eine Sehnenscheidenentzündung hast. Das hatte ich auch schon. Deswegen, da passe ich auch lieber auf. Ja, dazu passe ich halt so ein bisschen auf meine Ernährung auf. Das klingt jetzt komisch, aber ein bisschen im Sinne von, ja, manchmal passiert es tatsächlich, dass ich dann einen Rückfall erleide. Also heute habe ich tatsächlich einen Burger gegessen. Das tut mir leid. Aber das war jetzt nur einmal. Also ich finde, letzte Woche habe ich auch nicht, oder? Habe ich letzte Woche irgendwas? Nein. Seht ihr, da war ich also brav. Ich passe halt nur auf, dass ich halt nicht zu viel esse oder so. Aber gut, in meinem Fall, ich esse nicht sehr viel. Aber dann passe ich halt wenigstens auf, dass es nicht das Falsche ist. Dass ich jetzt die ganze Zeit mir nur irgendwie Fett und Zucker in den Körper pumpe. Zumal ich Zucker sowieso nicht so gerne mag. Ja, was soll man noch zum Sport sagen? Ihr wisst jetzt, was ich mache. Warum ich es mache, ist ganz klar, weil ich halt ehrlich gesagt nicht so viel Lust habe, dass ich verfette auf Testo. Ich habe nun mal sehr viele Menschen mir angesehen, wenn sie dann so ihre 3, 4, 5 Monate auf Testo waren. Alle sind so ein bisschen aufgegangen wie so ein Hefekloß. Und das möchte ich einfach nicht, weil ich mir selbst dafür zu viel wert bin, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte halt einfach nicht so dick werden. Also es ist nichts, ne, ich bin nicht diskriminierend. Nein. Aber ich möchte halt meiner Gesundheit nicht schaden. Das bringt einfach nichts, weil, sind wir mal ehrlich, OP ist auch nicht gut, wenn du da dicker bist. Weil dann kommen auch immer nur Probleme. Wir müssen uns schon die ganze Zeit an Testosteron im Körper pumpen, was auch schon nicht so gut für den Körper ist. Da sollte wenigstens mein Körper dann soweit fit sein, und fertig. Das ist so mein Grund. Außerdem finde ich einfach,
es ist irgendwie ein schöneres Gefühl, Sport zu machen. Manchmal, wenn man so Aggression oder Trauer oder sowas empfindet, dann finde ich, hilft Sport sowieso immer gut. Also auch das ist super dafür. Man fühlt sich einfach grundsätzlich besser, wenn man Sport macht. Man hat einfach ein besseres Gefühl von sich selbst irgendwie. Und deswegen mache ich das gerne. Und will halt auch bald mit dem Herrn Luca anfangen, zusammen Sport zu machen. Dass man sich halt so ein bisschen gegenseitig antreiben kann. Und dann, wenn seine VRP ja durch ist, das hat er euch ja vorhin erzählt, dass er es jetzt beantragt hat und so, es müsste im nächsten Monat eigentlich durchkommen. Dann gehen wir zusammen zum Fitnessstudio und müssen noch eins aussuchen. Das ist so, ne? Er wohnt ja. Wir müssen halt irgendwas finden, was so in der Mitte ist, dass wir uns da treffen können. Aber das wird schon. Und dann wollen wir zusammen Sport machen. Und ja. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich glaube, nee. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen zum Sport. Außer, dass ich es versuche und ich kein Lauch bleiben möchte. Aber ich will auch nicht Hulk werden. Das steht mir nicht. Ich möchte einfach nur nicht so lauchig bleiben. Das ist so meine Sportintention.